aus dem Online-Seminar mitten in die Eisenbahnpraxis. 30 Studierende der Technischen Universität Berlin sind mit ihrem Professor Markus Hecht zu Gast am Bahntechnologie-Campus Havelland. Es sind ja Zeiten, wo man viel am Bildschirm verbringt, wo viele digitale Informationen zugänglich sind, zum Glück. Aber wir sagen ja immer, das Bahnsystem lebt auch davon, dass es in der echten Realität stattfindet. Hier am BTC kommt der akademische Nachwuchs mit dem echten Bahnbetrieb in Berührung. Deshalb steht am Anfang auch eine echte Sicherheitsunterweisung. Die Holzschwellen sind sehr rutschig, wenn sie nass sind. In Gruppen von jeweils 10 Leuten geht es dann ins Feld. Wir gehen die erste Gruppe zur Weiche. Weichen sind besonders komplexe Teile der Eisenbahninfrastruktur. Entsprechend viel Forschungs- und Entwicklungsbedarf gibt es immer noch in diesem Bereich, um Betrieb und Instandhaltung so sicher und wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Wie kuppelt man einen Waggon an eine Lokomotive? Das sollte jeder, der beruflich mit Eisenbahn zu tun hat, mal gemacht haben. Deshalb müssen hier alle mal ran. Jetzt nach hinten, jetzt, also andersrum kippen. Ja, und jetzt nach oben. Okay, verstehe. Professor Markus Hecht leitet an der TU Berlin das Fachgebiet Schienenfahrzeuge und ist als Forscher und Gutachter schon an unzähligen Projekten beteiligt gewesen. Wichtig ist natürlich, dass der Motor saubere Luft kriegt. Gerade bei Mehrfachtraktion. Die Möglichkeit, hier am BTC in die Praxis zu schauen, ist für ihn Gold wert. Alle Theorie ist grau und es stellt sich einfach in der Praxis dann anders dar. Wir können das im Hörsaal nicht so gut vermitteln, wie wenn man tatsächlich mal die Fahrzeuge anfassen kann, wenn man sie anschauen kann, wenn man Türen aufmachen kann und reingucken kann. Dann versteht man auch die Zeichnungen, die wir natürlich in der Theorie vermittelt haben, sehr, sehr viel besser. Und es ist jetzt ganz wichtig, die Studierenden sind in Vorbereitung auf die Prüfung. Sie haben die Theorie weitgehend aufgenommen. Es kommen viele tolle Fragen. Und man merkt aber, das Verständnis wird viel, viel besser, als das rein über Theorievermittlung möglich war. Bahnbetrieb zum Anfassen. Ein wichtiger Schritt für die Studierenden am Übergang zwischen Universität und Berufsleben.